Hey, schön, dass du bei unserem Bata Workout mit dabei bist. Ich bin Lena und das ist Lenas Health Lab. 30 Minuten geben wir Vollgas und kräftigen den ganzen Körper. Keine Sorge, deine Ausdauer wird natürlich auch ordentlich beansprucht. Wir haben 7 Übungen vor uns. Jede Übung machen wir 8-mal. 20 Sekunden, 10 Sekunden Pause. Dann erst kommt die nächste Übung. Das bedeutet, dass du dich 4 Minuten lang auf eine einzige Übung konzentrieren sollst. Ich werde nur in den ersten 2 Sequenzen jeder Übung mit dir reden, damit du weißt, worauf du achten sollst. Und dann powern wir einfach durch und folgen dem Beat, okay? Ich freue mich schon aufs gemeinsame Schwitzen. Zieh deine Socken aus, leg deine Matte hin, auf geht's. Deine Beine sind mehr als hüftbreit geöffnet und deine Fußspitzen zeigen in die Ecke deiner Matte. Bring dein Steißbein dann Richtung Boden. Geh tief und dann zur Seite hoch. Pointe deinen Fuß. Einatmen tief, ausatmen hoch. Ein und aus. Immer im Wechsel. Bring die Arme in ein L. Bring die Fußspitze weit weg von dir und bring dein Steißbein immer wieder zurück Richtung Boden. 10 Sekunden Pause und dann haben wir noch 7 Durchgänge. Denk daran, Füße weit mehr als hüftbreit geöffnet. Dein Steißbein Richtung Boden und drück dich nach oben. Mach dich groß, stolze Brust. Atme aus, wenn du dich hochdrückst. Und einatmen, wieder tief gehen. Mach die Arme lang und drück die Knie zu deinen kleinen Zehen. Sehr gut, wir kommen zur neuen Übung. Wir gehen in einen Jump Squat und tappen 2-mal zur Seite weg. Deine Fußspitzen zeigen nach vorne.
Tappe zur Seite weg und dann spring so hoch du kannst. Tap, tap und spring nach oben. Wir arbeiten immer noch für die Beine und gleichzeitig für die Schultern. Lehn dich im Oberkörper vor, zieh den Bauchnabel rein. Streck die Arme so lang du kannst, wenn du tappst. Drück nur deinen dicken Zeh auf den Boden. Kurz Pause, 7 Runden noch. Tief durchatmen. Wie du atmest, ist erstmal egal. Versuch nur wirklich in deinem Atemrhythmus zu bleiben. Auf geht's. Handflächen zeigen nach unten, streck die Arme. Und dann nimm die Arme vor die Brust, spring nach oben. Tapp die Fußspitze zur Seite, weit weg von dir. Das andere Bein bleibt gebeugt. Super, 6 Runden noch. Dritte Übung. Wir kommen in einen Plié-Squat und wir rudern mit den Armen ran. Komm auf deine Fußspitzen, die Fersen weg vom Boden, streck dich Richtung Decke. Bring die Knie einmal vor, setz die Fersen ab und geh in einen normalen Squat. Immer im Wechsel. Auf die Fußspitzen, Knie einmal vor und dann nach hinten weg. Solltest du Probleme mit deinen Knien haben, geh in einen ganz normalen Squat, nur nach hinten weg. Ruder immer wieder mit den Armen ran, Ellenbogen nach hinten ziehen. 10 Sekunden Pause. Locker die Beine und versuch dann die Bewegung wieder so groß wie möglich zu machen. Streck die Arme nach vorne, geh tief, ruder ran. Nach unten tief, drück die Knie leicht auseinander, so dass sie über deinen Fußknöcheln bleiben. Richte dich auf, Knie vor und dann lehn dich nach vorne. Mach die Bewegung groß. 6 Runden noch.
komm jetzt auf die Matte. Und zwar machen wir einen Liegestütz auf den Knien. Dann drückst du dich hoch auf die Füße und läufst einmal mit den Knien Richtung Hände und wieder zurück. Ellenbogen ranziehen, geh tief und dann bring zweimal die Knie ran. Wieder die Knie runter und in einen Liegestütz. Bring die Ellenbogen so nah wie möglich Richtung Taille. Du bist eine Linie von deinem Po bis zu deinem Scheitel, wenn du nach unten tief gehst. Zieh den Bauchnabel rein. Und immer im Wechsel, laufe mit dem rechten Fuß ran, dann mit dem linken. Kurz Pause, geh zurück in die Kindsposition. Sehr, sehr gut. Streck dich lang. Auf geht's, zweite Runde. Ranziehen, auf die Knie kommen und tief gehen. Drück dich aus den Armen und aus der Brustmuskulatur wieder nach oben. Dein Blick geht die ganze Zeit Richtung Matte. Du ziehst dein Kinn immer wieder leicht rein. Zieh den Bauchnabel rein. Gut. I'm running out of time. Every day goes by so fast. And every moment counts, baby. I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars. We can do what we like. We can do what we like, baby, while we're young. Driving somewhere in your car. We can sleep under the stars. We can sleep under the stars. Baby, while we're young. Wir kommen zur fünften Übung von sieben. Leg dich auf deinen Bauch. Bring die Arme zur Seite. Deine Daumen zeigen nach oben. Wir bringen zweimal die Arme nach oben und zweimal öffnen wir die Füße. Heel Beat für zwei und dann zweimal die Daumen Richtung Decke. Bring die Schulterblätter zusammen. Dein Kopf ist gelöst vom Boden. Zieh den Bauchnabel rein und drück dein Schambein tief. Wir arbeiten in den Po und wir arbeiten in den oberen Rücken. Pause. Sieben mehr. Tief durchatmen. Mach die Bewegung wieder so groß, wie es geht. Ready? Auf geht's. Zieh nach oben und öffne die Füße. Deine Füße sind gepointet. Bring die Fersen immer wieder zusammen und dann zweimal deine Schulterblätter zusammen. Blick nach unten. Go. Bauchnabel rein. Schambein tief. Good.
an auf deinen Rücken. Wir fangen an, für den Bauch zu arbeiten. Und zwar gehen wir in einen Single Leg Stretch. Leg dich auf den Rücken und bring die Beine einzeln lang nach oben, wie eine Scherenbewegung. Greife immer wieder deine Wade. Dein unterer Rücken ist auf dem Boden, deine Schultern weg vom Boden. Und falls es für dich nicht funktioniert, dann zieh die Knie ran Richtung Brust. Schau zu deinem Bauchnabel. Streck beide Beine lang und schiebe sie aneinander vorbei. Pause. 7 Stück. Tief durchatmen. Auf geht's. Immer wieder im Wechsel und du hast immer die Möglichkeit, das obere Bein ranzuziehen, anstatt zu strecken. Lass die Schultern weg vom Boden. Von einer zur anderen Seite lang ziehen. 6 Runden noch. Wir kommen zur nächsten Übung, arbeiten weiterhin für den Bauch. Wir ziehen uns in einen Sit-Up hoch und schieben die Arme zur Seite und gehen dann wieder zurück. Ausatmen, drück dich nach oben, Arme zur Seite und komm wieder tief. Deine Beine sind aufgestellt. Zieh dich nach oben, Brust raus und geh wieder tief. Bauchnabel rein und streck dich lang nach oben. Zieh dich hoch, tappe die Fingerspitzen einmal auf. Wenn du merkst, dass du nicht hochkommst, dann geh einfach in den normalen Crunch. Zieh dich nach oben, Arme zur Seite weg, Brust raus. Streck dich. Und immer wieder zurück. Dein Blick geht nach vorne. Zieh dich hoch. Es ist die letzte Übung für heute, also halte durch. Geh wieder tief, zieh dich hoch. 6 Runden noch.
Yes, du hast es geschafft. Hast du auch so geschwitzt wie ich? Schreib mir gerne in die Kommentare, ob es dir gefallen hat und wie du dich jetzt fühlst. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich riesig, wenn du meinen Kanal abonnierst und mir ein Like da lässt. Ganz besonderen Dank an alle, die den Kanal bei Patreon supporten. Wenn du mich auch unterstützen willst, findest du den Link in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal, deine Lena.